Weiten. Da dauert nicht mehr lange, dann sind wir auch unsere Wiederbelebungskrankheit los. Wobei die uns im Moment ja sowieso nicht kümmert, weil wir sind ja on the road again hier. Ich zoome mal noch ein bisschen raus. So, euch mal ein bisschen die Landschaft zeigen hier. Mit den Zervas und den Raptoren, die uns hoffentlich nicht in Stücke reißen, wenn wir da vorbeilaufen. Wir laufen mal einen größeren Bogen. Denn wir wollen ja hier keinen Streit, wir wollen ja nur nach Thunderbluff. Um die letzte Ragefire-Quest abzuholen. Und dann möglichst produktiv in Ragefire unterwegs sein zu können. Ah, guck mal. Akasya. Akasya. Schwupps. Krieger. Ja, Krieger brauchen immer hier Lebenspunkte. Viel. Eine Giraffe. Guck mal, eine Brachland-Giraffe. Was haben wir da drüben? Eine Hyäne. Ein Kodo. Ein verirrter Kodo. Oh. Ja, genau. Jetzt kommen wir an die Brücke. Ist doch schön mal für euch. Ja? Wer, ja gut, werden viele noch das alte Brachland kennen. Aber manche vielleicht auch nicht. Ja? Mag ja sein, dass Leute erst mit Kataklysmen eingestiegen sind, wo hier schon alles verwurstelt war und verstrubelt. Und die freuen sich auch mal hier, dieses alte Brachland zu sehen. Wieder zu sehen. Vielleicht auch die, die das alte Brachland noch kannten, ja, die sich dann freuen. Hey, guck mal, das ist doch das alte Brachland. Ja, so war das damals, als wir noch jung waren. Erna. So. Über 7 Brücken müssen wir noch nicht ganz gehen. Ich glaube, das ist die einzige, die wir überqueren, bis wir nach Thunderbluff kommen. Hier haben wir die Quest mit der vermissten Frau. In der Schlacht vermisst. Jawohl, genau. Oh, sogar eine rote. Das ist gut. Die gibt euch dann richtig, richtig, richtig viel EP. Hier ist dieses Wilddornrose. Okay. Dann war ich mit meiner Filzdistel nicht richtig. Okay, Wilddornrose heißt das Teil, das man in Verbindung mit diesem schwachen Heiltrank zu diesem geringen Heiltrank macht. Stimmt, Filzdisteln hat man gebraucht für Schwimm- und Wasseratmungstrank. Hat man die Filzdistel. Hat man die Filzdistel für Wasseratmung? Also für Schwimmtrank hat man sie auf jeden Fall gebraucht. Da ist die Frau von Mendrick. Mengkrick. Okay, haben wir das schon mal erledigt? Im Vorbeigehen sozusagen. Ja, Filzdistel. Hm. Ich weiß, dass man diese öligen Fische gebraucht hat für einen Unterwassertrank. Das weiß ich. Aber brauchte man dazu Filzdistel noch? Oder nur für einen Schwimmtrank? Hm. Und verwechsel ich jetzt vielleicht Filzdistel mit einem anderen Kraut? Das kann gut sein. Ich weiß noch, es gab ein sehr blödes Kraut, das man für unseren Schwimmtrank gebraucht hat, das man für kaum irgendwas anderes benötigt hat dann. Aber was das jetzt war? Huch. Ach so. Ja, meine IO geht ja nur bis 99. Ich wundere mich gerade, weil da, warum da erst 4 Minuten draufstehen. Ja? Ich habe hier meinen kleinen IO, also meinen kleinen Stoppwecker daneben stehen, um zu gucken, wie lange ich schon aufnehme. Also habe ich jetzt folglich 95 Minuten ungefähr aufgenommen. Nee, Quatsch, 105 Minuten. Das wären bei der Stunde 45. Ja. Da müssen wir in der Tat bald pausieren. Wobei es gestern die Aufnahmen mit einer Stunde 45 nur 160 GB verbraucht habe, habe ich mich sehr gewundert. Habe ich gedacht, oh Gott, hättest du noch 70 GB verbraten können. Aber das Problem ist, das ist eh nicht immer so. Ja, die Aufnahmegrößen variieren teilweise ziemlich stark. Deswegen lieber etwas früher abbrechen, als böse überrascht zu werden. Ja. Sehr schöne, sanfte Musik wieder.
lasse euch jetzt mal ein bisschen mit der Musik allein. Ich bin jetzt mal ein bisschen still und lasse jetzt mal die Musik wirken. Wir holen jetzt hier bloß einen Flugpunkt, laufen dann weiter. Wie kann ich euch helfen? Mögen die Vorfahren euch schützen. Blut und Donner. Ich kann das Ding aufmachen. Aber ich würde dich allein, allein lassen mit der Musik. Okay. Okay, Musik ist rum. War nicht allzu lang. Oh. Bu-bu. Ja, wissen wir natürlich auch. Selbstverständlich, wir sind ja nett. Bu-bu. Na, bist du schon Bu-bu machen gegangen heute, hm? Ja. Ach, schön. So, wir betreten jetzt das weite Land von Malgor. Ja. Mit den marodierenden Zentauren. Wo sind sie? Hier liegt eine tote Leiche, also ein Präriewolf Alpha. Die Grau ist also nicht unserer. Keine marodierenden Zentauren heute hier? Komisch. Ist doch sonst immer hier. Okay. Haben sie wahrscheinlich gerade Mittagspause. Marodieren dann später ein bisschen weiter. Tja. Da! Ha! Zentaur. Die sind hier. Ah, die marodieren nicht. Die machen tatsächlich, die machen Brotzeit da hinten. Die sind müde vom Marodieren. Schreiter, Zähstockfleisch. Oh, kann man immer gebrauchen. Ich möchte gar nicht so sehr auf die Präriepirsche hier drauf treffen. Bin ganz froh, wenn die mich allein lassen. Mir ist im Moment so nicht nach Kampf. Ich möchte einfach nach TB durch. Und die Quest holen und den Flugpunkt vor allen Dingen holen, weil uns das selbstverständlich wieder etwas flexibler macht und auch etwas schneller. Ah, da ist Wolkenpirscher. Für den hatte man später auch mal eine Quest erfüllen müssen, als Taure dann. Der hat einen, glaube ich, hier hoch zu dieser überfallenen Karawane geschickt, wenn ich das noch richtig weiß. Den könnte ich... guck mal, der ist neutral. Den könnte ich sogar platt machen. Aber da der zu Thunderbluff... ach, guck mal. Siehst du? Siehst du? Überfallene Karawane. Nehmen wir es aber nicht an, weil es zu tief für uns. Das wird ja auch gar nicht mehr angezeigt. Also wir könnten ihn... könnten ihn töten, aber das würde Malgor uns echt übel nehmen. Und wir wollen uns ja mit Kane gut stellen. Damals war es ja noch Kane. Oder Kaner. Ich habe keine Ahnung. Ja, der wurde ja, Vorsicht, Spoiler, der wurde ja am Ende von Lich King, glaube ich, getötet. Und dann durch seinen Sohn ersetzt. Ja, Hans-Dieter Bluthuf. Hm? Nein, natürlich nicht Hans-Dieter. Was glaubt denn ihr? Ja, hallo, ich bin der Hans-Dieter. Können wir jetzt mal in den Krieg gehen, bitte? Nee, ich weiß nicht mehr, wie sein Sohn hieß. Bane! Bane, oder? Bane Bluthoof. Ich glaube Bane. Bane war doch jetzt auch der Schurke bei Batman. Zufall? Ich glaube nicht. So. Ich glaube, wenn wir dem Bane aus Batman begegnen würden, dann hätte ich schon Angst. Dann lieber Bane Bluthoof. Düsterhimmel. Hallo, Herr Düsterhimmel. Naja, bei denen haben, stimmt, bei denen haben wir noch gar keinen Quest gemacht, deswegen sind wir bei denen noch neutral. Deswegen, die können uns noch nicht so wirklich weder leiden noch nicht leiden. Die sagen einfach, ja gut, Knochengestell auf zwei Beinen, was interessiert uns?
Und recht haben sie. Kodobulle. Man hat eine andere Farbe als die Kodokälber beispielsweise. Huch. Die Matriarchin, die ihre Herde beschützt. Prairiepirscher, Flachlandpumas. Und ein Sturzflieger. Mach nichts Falsches, Sturzflieger, sonst bringen wir dich um. Und ich möchte hier heute keine Tiere töten. Ich bin gerade im Pazifisten-Modus. Ich bin gerade Rüdiger Neberg auf dem Deutschlandmarsch. So, das habe ich letztens bei YouTube gesehen. Der Neberg, sowas. Der ist auch alt geworden. Der Herr der Regenwürmer. Ja. Survival, wenn ihr Survival angucken wollt, schaut euch unbedingt das Survival-Duo an. Mit Dave Canterbury und Cody Landin. Finde ich toll. Finde ich vor allen Dingen besser als Bear Grylls. Weil die zeigen richtig, wie man sich ein Unterschlupf baut und wie man Feuer macht auf die verschiedensten Arten und Weisen. Bear Grylls macht das irgendwie nicht. Bei dem hat man immer das Gefühl, ja gut, der läuft halt von A nach B und schön. Ne? Und die pennen halt auch dann richtig in ihren Unterschlüpfen. Ja, die beiden, die finde ich richtig toll. Ich hatte ja eine Zeit lang auch mal Folgen von denen bei YouTube in meinem Kanal hoch. Aber da habe ich da Ärger mit D-Max gekriegt. Die wollten das nicht und dann haben sie gesagt, machen wir bald einen Kanal dicht. Dann habe ich gesagt, na okay, ist okay. Dann habe ich die Folgen halt wieder runtergelöscht. Ist schade, ne? Dass die da so reagieren. Vor allen Dingen, weil sie ja die Folgen selbst in ihrer Mediathek kostenlos kann man sie downloaden. Ja? Von daher verstehe ich nicht, warum sie da so ein Geschiss machen. Moja? Moja? Wie jetzt? Gehen wir mal hin. So viel Zeit muss sein. Kronos, der niemals vergisst. Hat vergessen, sein Haus mitzunehmen. Oder aufzubauen. Ach nee, das ist der hier. Hallo. Ich bin ganz Ohr. Unfehlbar. Ich mag mir ja nicht, das kleine Teil vertraut mir. Seid auf der Hut. Ja, super. Glückwunsch, mein Freund. Wer bist denn du? Was braucht ihr? Jups, Nachwuchs. Aha. Ach so. Das wird auch gar nicht angezeigt. Ich frage mich, ob die überhaupt funktioniert. Stimmt, da konnte man sich seinerseits so einen Jup-Jup-Frosch holen. Ich habe da aber derbst in den Dreck reingefahren, die Viecher da. Meine Güte. Und hat ein Haustier bekommen. Ach, Haustier. Gott, ich hatte so viele Haustiere. Gott, ich hatte so viele Haustiere. Wenn ihr wollt, ihr könnt meinen Schaman noch auf im Arsenal finden. Ja. Wie er zu dem Zeitpunkt war, quasi als ich aufgehört hatte. Das ist Sacharissa. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie Sacharissa geschrieben wird, schaut bei Terry Pratchett nach. Das ist eine Figur von Terry Pratchett. Und das ist eine Goblin-Schamanin Level 85. Ja, ich habe gesagt, ich habe noch 2-3 Monate Kataklysm gespielt und habe in der Zeit dann meine Sacharissa auf 85 hochgebracht. Und auch noch Archäologie ausgelernt. Ja, ich habe ja gespielt wie bekloppt in der Zeit noch. Da könnt ihr euch mal angucken, was ich so an Reittieren hatte und was ich an Haustieren hatte. Das ist einiges zusammengekommen. Vielleicht aus der heutigen Sicht her nicht mehr, wenn man mal von Pandaria ausgeht, wo ja wieder x Haustiere dazugekommen ist. Aber ihr müsst das aus der Sicht von früh Kataklysm sehen. Seid ja? Gegrüßt. Damals waren das richtig, richtig, richtig viele. Mögen die Vorfahren euch schützen. Und über 100 Mounts. Gott, was hat mich das Zeit gekostet? Gottes Willen. Ja, aber wir sind ja hier nicht zum Jammern, sondern um die Quest zu holen. So. Gab's die hier? Oder gab's die beim Beläuften hier? Ein Krieger. Hallo, Krieger. Schmolfi. Ich hoffe, du wolltest nicht Vieh also so von die Viecher schreiben. Sonst wäre es peinlich. Aber Schmolfi, ja, ist ein netter Name.
Stampede! Bum, 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 bum. Da gibt's was zu holen für uns. Er bejubelt mich. Ach, danke. Okay, Schmolfi, ein geiler, also beste Name. Also ich habe noch nie so einen geilen Namen gesehen. Also, haha, aber hallo. Stimmt, hier gab es zwei. Sehr schön. Ja, ich wusste doch, dass es fünf gab. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Siehste, siehste, siehste. Ich verbeuge mich mal, komm. Boah, ich bin ja nett. So. Vielleicht kennt er mich ja von den Let's Plays. Man weiß es ja nicht. Kann ja passieren. Kommt ja vor. So viel, wie das angeguckt haben. Gott, ich hätte nie gedacht, dass das so viele Leute angucken. Ich meine, klar, für viele YouTuber mögen das nicht viele Leute sein. Als sie das letzte Mal geguckt haben, waren es etwas über 280 Stück. Da mögen manche Let's Player drüber lachen. Aber ich finde es super. Ich finde es absolut klasse. Um es auf gut Deutsch zu sagen, ich finde es geil, ja, dass so viele Menschen sich dafür interessieren. Und auch die Folge an Zahlen. Ja. Selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 50 oder 60 Leute sind, ja, dann heißt es für mich, okay, das sind 50 bis 60 Leute, denen der erste Teil hiervon gefallen hat, den ich gemacht habe, und die das weitergucken. Ja, und das macht mich schon ein bisschen stolz. Und erfüllt mich mit einem warmen, schönen Gefühl, dass ich das hier nicht umsonst mache. Geht mit der Erdenmutter. Geht mit der Erdenmutter. Nein, nicht vor dem dritten Date. Lagerfeuer, stimmt. Da hat man noch Werkzeug dafür gebraucht. Ich glaube, das wurde auch irgendwann abgeschafft. Da konntest du dann Lagerfeuer machen ohne besonderes Zubehör. Okay, können wir jetzt machen. Wir haben ja keine Zeit. Machen wir nächstes Mal. Hier ein bisschen hinkochen. Ich will jetzt gerade noch da oben dieses Teil sammeln. Und dann werde ich auch seid gegrüßt. Direkt noch seid nach gegrüßt. Ogrimmar fliegen. So. Und werde mich dann vor den Ragefire Abgrund stellen und versuchen, dass ich bei der nächsten Aufnahme eine Gruppe habe, mit der ich in den Ragefire Abgrund gehen kann. Weil auf Level 15,5 kann man das schon mal machen. Ich habe jetzt alle Quests zusammen, die ich brauche. Ich werde mich vor Ragefire nicht wegbewegen, ja. Aber ich werde offscreen nach der Gruppe suchen, bevor ich die nächste Aufnahme starte. Ja, ich werde die nächste Aufnahme also genau da starten, wo wir jetzt aufhören, stehen bleiben und einfach dann eben per Chat gucken, dass ich Leute finde. Und wenn ihr mich dann das nächste Mal seht, dann befinde ich mich hoffentlich in einer 5-Mann-Gruppe und wir sind bereit, in Ragefire zu gehen. Ja, ihr verpasst also, abgesehen von einer Suche im Chat, nichts. Warum mache ich das offscreen? Selbstverständlich, weil so eine Suche auch eine gewisse Zeit dauern kann. Ja, und ich möchte euch jetzt hier nicht eine halbe, dreiviertel Stunde oder so eine Suchefolge präsentieren. Ja, also das nicht. Und ich denke, das fällt nicht unter die Kategorie, dass es nicht mehr nahtlos wäre. Ja, das ist so eine Situation, wo man sagt, okay, weil es passiert ja nichts. Ja. Also. Lebt damit. Ach, jetzt werde ich gleich noch was essen. Was mache ich denn Leckeres zum Essen? Ich weiß gar nicht. Was kann ich denn essen? Nicht viel, weil sie heute ja das warme Wasser abgedreht haben, um das blöde Rohr zu wechseln. Tja. Deswegen könnte ich zwar kochen, logischerweise hat es mit dem warmen Wasser nicht so viel zu tun, aber mit dem Spülen wird es halt eng. Ich muss mir jetzt überlegen, was kann ich jetzt kochen, was nicht so wenig Geschirr verbraucht. Weil die drehen ja nicht nur heute das Wasser ab, das Wasser ist auch morgen und übermorgen weg. Ja. Das ist... Nee, ich muss mal Kopfschütteln, beim Winter bei Minusgraden. Hier unten gibt es übrigens auch, auf dem Steg läuft ab und an ein Ram-Up rum. Vielleicht sehen wir den, wenn wir das nächste Mal Takt besuchen kommen, der hier vorne, bei diesem Baum vorne... Dass man, wie gesagt, wenn die Maus nicht angezeigt wird, dann, ja, also da drüben bei dem Baum. Ihr wisst ja, wo das vorhin war. Wie gesagt, wir fahren Tag noch, das habe ich euch versprochen, das machen wir auch. Es war nur eben gerade so praktisch, dass wir direkt bei Crossroads auf Friedhof rausgekommen sind, wo wir sowieso hin wollten.
Tja. Ja, dann werde ich gleich die Folgen hier rendern lassen. Das sind ja dann auch wieder 5 Folgen. Circa 5 Folgen. Tja, 4 habe ich noch nicht hochgeladen, darunter eine 40-Minuten-Folge. Wo wir dieses, wo wir diese, ja, das Gildenwappen ausgesucht haben. Ja, Nacht über durchladen. Ich meine, nachts ist nicht ganz so schlimm, da geht es ein bisschen schneller bei YouTube. Tagsüber ist es etwas enger. Da merkt man das Nadelöhr mehr. Irgendwas an der DD-mäßiges... Oh, guck mal, ich schwebe durch die Luft. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Irgendwas an der DD-mäßiges für BRD-Arena-Runs. Geht schnell und gute Drops. Ich hasse sowas. Ich hasse so Namen, hasse ich. Voller Sonderzeichen. Weil du musst ihn echt adden. Du kannst nicht mit W und dann einfach den Namen hinschreiben und ihn dann anflüstern, weil du bekommst ja diese Zeichen niemals zusammen. Na, sowas mache ich nicht. Nee. Gehört er zu irgendjemanden? Zu Kraft und Ehre. Ja, tut mir leid. Ich habe nichts gegen Kraft und Ehre. Ich mag den Namen nicht. So, das habe ich gesagt. Wie gesagt, dadurch mag ich euch nicht weniger Kraft und Ehre, ja? Also, oder ihn. Ich mag nur den Namen nicht. Mit dem Spieler hat es nichts zu tun. Muss man mal aufpassen, sonst meinen die Leute noch, man würde sie nicht mehr mögen oder so. Ist ja nicht so. Ich mag jeden, der freundlich ist und jeden, der nett ist. So. So, jetzt befinden wir uns vor Rage Fire. Ich stelle mich hier hin. Nehmt die Lore, ihr seht. Und möchte mich dann für heute von euch verabschieden. Wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Beziehungsweise die Videos. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ihr findet es immer noch interessant, mir hier beim Leveln zuzugucken. Auch wenn ich nicht immer was sage. Und auch wenn ich nicht ständig plappere wie ein Wasserfall. Und auch wenn ich mich manchmal wiederhole. Hoffe, dass das bei euch trotzdem, dass ich da nicht in der Gunst absinken werde. Ja, und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Dann im Idealfall mit Ragefire. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.